Heute werde ich euch erzählen über mein Zeugnis, wie ich im Heiligen Geist getauft worden bin. Ich hatte lange Zeit Angst davor gehabt, wie das wäre mit der Zungensprache oder ob ich sie unbedingt bräuchte, weil ich schon viele Meinungen darüber gehört hatte, wo Menschen beschrieben haben, dass sie sich davor fürchteten oder Angst hätten. Ich war schon längere Zeit wiedergeboren und hatte die Wassertaufe auch schon mit voller Freude gemacht. Das ist jetzt ein Jahr her. Um noch einmal das zu bestätigen, dass wir nur durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus gerettet sind. Wenn wir ihm unsere Sünden aufrichtig vor das Kreuz auf Golgatha niederlegen und unsere Sünden mit aufrichtigem Herzen bereut haben. Und dass unser Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Unser Herr Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich weiß und fühle, dass ich gerettet bin und vom Herrn geliebt bin. Ich hatte lange dafür gebetet, um den Heiligen Geist, im Heiligen Geist schon getauft zu werden. Aber irgendetwas hat mich gehindert, mich doch noch daran. Heute weiß ich, dass ich hätte schon damals meine Fesseln, die den Heiligen Geist noch gehindert haben, einfach aufzuspringen. Sie hätte einfach freilassen sollen. In einem Sonntag Gottesdienst in unserer Gemeinde haben zwei ihr eigenes Zeugnis darüber bezeugt und sie sagten, dass sie den Heiligen Geist schon lange hätten um sich herum, aber dass der Heilige Geist noch nicht in sie war und sie ganz erfüllte. Am den darauffolgenden Tagen las ich meine Frau in der Bibel vor. Es war die Stelle 1. Mose, das erste Kapitel. Ich hatte den einfachlichen Gedanken, dass wir die ganze Bibel komplett durchlesen sollten. Beginnend mit dem Alten Testament. Plötzlich merkte meine Frau, dass ich in einer anderen Sprache redete beim Bibellesen. Es hörte sich an, sagte sie nachher zu mir, wie Hebräisch. Es kam dabei an mehreren Stellen vor. Dann schauten wir uns beide an und ich sagte zu ihr, lass uns beten. Als wir beteten, kam der Heilige Geist in mir und erfüllte mich voll und ganz in der Kraft des Heiligen Geistes und ich sprach in Zungen im Gebet. Es kam ganz von alleine, ich war erfüllt und musste von Herzen weinen von dieser Glückseligkeit. Es war ein Gefühl, als würde ich schweben. So ein Gefühl hatte ich schon bei der Wassertaufe, aber dieses Gefühl, was ich jetzt gerade hatte, als ich in Zungen redete, war doch viel überwältigender. Und ich fiel nicht nach hinten, wie viele es meinen würden, sondern ich stand aufrecht und war klar meiner selbst. Was hatte sich in meinem Leben dadurch verändert? Ich merke zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, dass der Heilige Geist in meinen Gedanken einfach betet und ich in Gedanken Hebräisch spreche, was ich selber aber nicht übersetzen kann. Wenn ich meine Frau aus der Bibel vorlese und ich an der Stelle ankomme, wo der Herr spricht, werde ich erfüllt und beginne in Zungen zu sprechen und eine tiefe Freude erfüllt mich. Ich würde jedem wiedergeborenen Christen das wünschen,
dass er oder sie im Heiligen Geist getauft wird und auch in Zungen reden kann. Ich möchte es nie mehr aus meinem Leben missen. So fühle ich mich meinen Herrn Jesus noch viel näher und bin gestärkt und ausgerüstet mit höchster Kraft von unserem Vater und Sohn und dem Heiligen Geist und kann so meinen Dienst, um andere Menschen für Jesus Christus zu begeistern, noch besser begegnen, damit unser himmlischer Vater verherrlicht wird. Dir, lieber himmlischer Vater, Sohn und Heiligen Geist, sei aller Preis und Ehre. Halleluja!